hinter dem sogenannten Professorenstieg, der Brücke über die Obertrave, hinten, wo es zum Holstentor geht, steht eine Bronzefigur, die fröhlich den Hut schwenkend auf die Holstenhalle weist, in der die Musikstudenten ihre diversen Proberäume haben. Johannes Brahms stellt diese Figur dar. Und wir erfahren, dass der Bildhauer Klaus Görz diese wunderbare Statue geschaffen hat. Das macht neugierig. Was ist das für ein Mensch, dieser Klaus Görz, der in der Lage ist, solche sympathischen Bronzedenkmäler zu schaffen? In Schattin soll er leben und wirken. Da müssen wir hin und einfach mal nachfragen. Cut. Klaus Görz, Ihr Atelier liegt in dem malerischen Dorf Schattin, nicht weit von Lübeck, durch Eichholz durch und dann rechts abbiegen. Warum gerade Schattin? Weil Schattin ein wunderschönes Dorf ist. Ich bin hier mal durchgefahren, ich habe ein Dorf weiter gewohnt und dann sage ich zu meiner Frau, Mensch, hier möchtest du leben. Also man hat hier eine bestimmte Atmosphäre gespürt. Und durch, wie das der Zufall so wollte, meine Nachbarin aus einem anderen Dorf erzählte dann, hier wäre ein Gebäude zu mieten. Und da bin ich sofort hin angeguckt und jetzt bin ich hier gelandet. Seit 14 Jahren bin ich hier froh. Froh, hier zu sein. Wie nennen Sie sich eigentlich? Sind Sie Eisenbauer, Metallkünstler, Bildhauer oder freischaffender Bronzegieße? Ich bin freischaffender Künstler, Bildhauer. So ist die Berufsbezeichnung. So ist die Berufsbezeichnung. Wie ist denn eigentlich Ihre Vorliebe für Metalle entstanden? Ich komme aus, ja, ich habe mal in meinem vorigen Leben, da war ich nicht mal 16, habe ich angefangen, eine Gaswasserinstallateurlehre zu machen. Und das ist ja auch ein Metallberuf. Und mit 18 war ich dann Geselle. Habe dann gemerkt, so, ganz normal irgendwo konventionell arbeiten gehen, werde ich nie wieder. Aber es war trotzdem gut, die Lehre gemacht zu haben. Wie ist denn Ihre Ausbildung zum freischaffenden Künstler weitergegangen? Also das meiste, ich bin ja Autodidakt, das meiste habe ich mir selber beigebracht. Ich habe mit vielen Bildhauern zusammengearbeitet, viel angelesen und es passiert ja einfach ganz viel, wenn man einfach dabei ist, ne? Wenn man dabei bleibt und wenn man spürt, so, das ist mein Leben. Also da kniet man sich einfach rein und es dauert vielleicht ein bisschen länger, als wenn man hätte jetzt Kunst studiert, aber ich habe ja Zeit. Wie würden Sie Ihr Leben heute bezeichnen? Ja, das ist ja auch eine ganze Menge Arbeit schon. Bis man den Kieselstein gefüllt hat, ist man ein paar Mal in der Ostsee gewesen. Ne? Ja, also das findet eigentlich gar nicht so oft bei mir hier in der Werkstatt statt, sondern ich bin noch Dozent an der Kunstschule der Gemeinnützigen. Da bin ich einmal die Woche. Jetzt haben wir das einmal hierher verlegt, weil hier mehr Möglichkeiten sind, weil wir nur Schwerpunkt Metall haben. Und wenn ich da einmal die Woche hinfahre, habe ich ja meinen Raum hier. Also einmal die Woche dort arbeiten zu gehen, ist in Ordnung. Also noch öfter da jetzt hinzugehen, dann habe ich zu wenig Zeit für meine eigenen Arbeiten. Ne? Ihre bekannteste Arbeit zurzeit ist der Johannes Brahms auf der Wiese bei der Holstenhalle in Lübeck. Der Brahms kommt durch seine fröhliche Haltung sehr sympathisch rüber. Wie haben Sie das eigentlich hingekriegt? Wie ich das hingekriegt habe? Mit viel Geduld und das ist viel Gefühl. Also das kommt alles, ja, meine Gefühle zu dem Objekt übertrage ich halt auf das Werk. Na, logisch brauche ich da auch viel handwerkliche Fähigkeiten, aber es ist einfach mein Innerstes, was ich raushol und dann in das Projekt lege.
Und zwischendurch haben Sie sich gesagt, der soll einfach mal seinen Hut in der Hand halten. Nee, bei dem Brabs gab es eine Beschreibung. Und da habe ich mal auch überlegt, wie stellst du ihn da? Da gibt es halt eine Szene bei München, da wird beschrieben, da ist ein Mann, der geht übers Feld und sieht in der Ferne einen vermeintlichen Bauern laufen, stampfend wie ein wildes Tier. Und dann kommt er näher und dann erkennt er, dass es der Johannes Brahms ist. Und dann wird er auch so beschrieben, dass er barhäuptig seinen Gehrock hinterher schleifend, schwitzend, komponierend wie ein wildes Tier über die Wiese stampft. Und diese Passage habe ich halt aufgenommen. Auf der Startseite Ihrer Webseite steht ganz groß ein Hinweis: den Menschen in den Kopf gucken und dabei manchmal die Ästhetik des Abgründigen erkennen. Neigen Sie zu abgründiger Ästhetik? Ja, also ich, wenn ich so spezielle Menschen sehe, also speziell heißt einfach Menschen, die für mich ein bisschen absonderlich wirken. Da versuche ich mich auch reinzuversetzen in deren Welt, in der sie leben. So, da mache ich mir die Fantasien, wie leben die wohl zu Hause, haben die Familie, was arbeiten die oder überhaupt so. Was ist das für ein Leben? Das ist für mich, es ist für mich faszinierend, mir die Leben auszudenken, die vermeintlich diese Personen darstellen. Also ich beobachte deswegen auch gerne Menschen. Ich habe auch in Berlin gelebt, in Kreuzberg. Ist für mich halt auch, da gab es auch viele Menschen, die so am Rande der Gesellschaft leben. Und sowas inspiriert mich und sowas beschäftigt mich auch. In Ihrer Ausstellung im Eingangsbereich, da können etliche fertige Arbeiten angeschaut werden. Wann ist diese Ausstellung eigentlich geöffnet? Ich habe jetzt keine normalen Öffnungszeiten. Ich habe hier zwar einen Ausstellungsraum vorne, der ist eigentlich immer geöffnet, wenn ich hier in der Werkstatt arbeite. Das ist ja sehr häufig. Manchmal ist die Tür aber zu, da kann man ruhig mal die Tür aufmachen, weil ich habe gleich abgeschlossen, da kann ruhig reingehen. Einige denken, hier ist nichts los, weil die Tür vorne geschlossen ist, aber das ist Quatsch. Ja, ich freue mich immer über Besuch. Ne? Deswegen habe ich auch den Ausstellungsraum da vorne. Was sind eigentlich Ihre nächsten Projekte? Die nächsten Projekte jetzt war, wenn ich jetzt aus Mecklenburg Richtung Schleswig-Holstein fahre, das ist ja nicht weit von mir, ne? Da ist ein Kreisel direkt, wo die Grenze damals verlief. Das ist Herrenburg, wie sagt man? Egal, der Krützkamp. Krützkamp ist da und da ist halt der Übergang nach Schleswig-Holstein, da ist so ein verwaister Teller. Immer wenn ich da vorbeifahre, das ist ja so ein Hügel mit Gras drauf, da denke ich, wie fehlt da was? Ne? Und dann habe ich einfach mal den Bürgermeister gefragt, was er davon hält, wenn wir da mal eine Figur draufsetzen. Und dann habe ich Entwürfe gemacht. Können wir auch nochmal sehen, ich weiß nicht. Das ist ein Minotaurus, der jetzt Meklotaurus genannt wird. Und das Thema Minotaurus habe ich aufgenommen, weil das Wappen von Mecklenburg-Vorpommern ist ein Büffelkopf. Und daraus ist der Meklotaurus dann entstanden. Also schon sehr männlich. Und da war ich bei der Gemeinderatssitzung und die waren alle begeistert. Jetzt müssen wir nur zusehen, dass das Land sagt, ja, auf dem Kreisel darf was drauf. Und dann fehlt das Geld erstmal noch. Ne? Dann müssen ansässige Firmen, müssen nicht, aber wäre schön, wenn die dann das Geld bereitstellen dafür, dass ich das verwirklichen kann. Aber Sie sind guter Hoffnung. Ja, ich denke, nächstes Jahr könnte das mal weggehen. Und dann ist noch in Bad Schwalau, da gibt es den Bürgerverein und die haben eine Anfrage gemacht, ob ich nicht ein Denkmal für Thomas Mann machen könnte. Da habe ich jetzt einen Entwurf gemacht, also das ist jetzt schon sehr weit entwickelt und da denke ich, dass ich, wenn alles klappt, dieses Jahr noch damit anfangen kann. Klaus Görz, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Interview. Ich danke auch.